Nach der Durchführung erfolgt der Auftragsabschluss. Bei der Einweisung zeigt der Meister dem Kunden die installierten Betriebsmittel und erklärt ihm auf einfache und für den Laien verständliche Weise deren Funktionen. Der Meister überreicht dem Kunden das Messprotokoll. Damit bescheinigt er die Sicherheit der installierten Anlage. Zudem unterschreiben beide zur rechtlichen Absicherung das Abnahmeprotokoll. Wieder in der Firma wird in der Regel mit der gleichen Software, mit der auch das Angebot geschrieben wurde, die Rechnung erstellt. Zu guter Letzt bleibt nur noch zu prüfen, ob der Kunde die Dienstleistung auch bezahlt.